Finanzmarktwelt.de. Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Wirtschaftskrieg USA gegen China. 250 Milliarden US-Dollar Hilfe für US-Chipindustrie. Ein Artikel geschrieben und verlesen von Thomas Harz. Der chinesische Chipriese SMIC hat einen technologischen Durchbruch bei der Chipproduktion. Eskaliert der Wirtschaftskrieg gegen die USA? Die USA rüsten im Wirtschaftskrieg gegen China weiter auf. Letzte Woche verabschiedete das US-Repräsentantenhaus in einem parteiübergreifenden Konsens ein Gesetz zur Unterstützung und Förderung der heimischen Chipindustrie, den Chips and Science Act. Das Hilfspaket hat ein Volumen von mehr als 250 Milliarden US-Dollar. Fast zeitgleich hierzu meldet die South China Morning Post, dass dem chinesischen Chipriesen SMIC wohl ein technologischer Durchbruch bei der Produktion von 7-Nanometer-Transistoren gelungen sei. Bisher konnte nur der koreanische Konzern Samsung Electronics und die taiwanesische Firma TSMC solch winzige Transistoren herstellen. Mit dem nun beschlossenen Chips and Science Act versuchen die USA, im Wirtschaftskrieg gegen China nachzurüsten und eine eigene heimische Chipproduktion, also Halbleiterproduktion, aufzubauen. Entflechtung einer global agierenden Industriestruktur. Die weltweite Chipkrise spitzt sich seit Jahren immer enger zu. Lockdowns, Containerstaus, Lieferkettenstörungen, Wirtschaftskrieg und Sanktionen haben eine präzise eingespielte und hochkomplexe Industrie völlig aus der weltweiten Umlaufbahn geworfen. Vormals eine absolut global aufgestellte Industrie, drängen nun insbesondere die USA und China auf eine gewisse Unabhängigkeit bei der Chipproduktion. Europa hat die Zeichen der Zeit, brauchen die besten Mikrochips, aber auch Autos, Handys und Kühlschränke benötigen diese winzigen Bauteile. Grund genug also, die öffentlichen Kassen zu öffnen, um die Produktion im eigenen Land zu entwickeln und zu fördern. Wirtschaftskrieg. Über 250 Milliarden US-Dollar für Industrie, Forschung und Entwicklung. Mehr als ein Jahr ist vergangen, seitdem der Entwurf des Chips and Science Act auf dem Tisch lag. Jetzt wurde er endlich vom US-Repräsentantenhaus verabschiedet, nachdem bereits der Senat zugestimmt hatte. Der Chips and Science Act ist ein 250 Milliarden US-Dollar Hilfspaket für die heimische Chipindustrie. Weitere 200 Milliarden US-Dollar sollen, über die nächsten 10 Jahre verteilt, in die heimische Forschung und Entwicklung fließen. Der Erlass liegt nun Präsident Joe Biden zur Unterzeichnung vor. Er hatte aber zuvor schon seine Zustimmung signalisiert, sodass die Unterzeichnung nur noch eine reine Formsache ist. Präsident Biden kann diesen parteiübergreifenden Beschluss als Erfolg seiner Administration verbuchen. Dieser Beschluss wird weit über seine Amtszeit hinaus wirken und hat strategische Bedeutung, denn eine unabhängige Lieferkette bei der Produktion von Mikrochips ist für eine Macht wie die USA ein Must-Have. Präsident Biden schließt damit eine Lücke im wirtschaftsstrategischen Sicherheitskonzept der USA, die seit dem drohenden Taiwan-Konflikt offensichtlich geworden ist. Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, äußerte sich in einem Statement vor der Abstimmung: Diese Amtszeit, also Joe Bidens Präsidentschaft, ist ein großer Gewinn für amerikanische Familien und die amerikanische Wirtschaft. Sobald das Gesetz in Kraft tritt, wird es unsere heimische Chipindustrie unterstützen, die amerikanische Industriefertigung neu beleben und nahezu 100.000 gut bezahlte, durch Gewerkschaften geschützte Jobs schaffen. Die USA sind in der Chipproduktion weltweit nicht die führende Nation. Die Chipindustrie in Südkorea und Taiwan ist deutlich weiterentwickelt. Wenn dem chinesischen Chipgiganten SMIC nun tatsächlich der Durchbruch bei der Produktion von 7-Nanometer-Transistoren gelungen ist, wie die South China Morning Post berichtete, würden die USA im technischen Vergleich noch weiter zurückfallen. Hintergrundwissen. Was macht 7-Nanometer-Transistoren so begehrt? Das Moore'sches Gesetz besagt, dass sich die Komplexität integrierter Schaltkreise, also die Anzahl der Transistoren auf einer CPU, also einer Central Processing Unit, also einem Prozessor, regelmäßig verdoppelt. Als Zeiteinheit werden 12, 18 oder 24 Monate genannt. Eine CPU besteht aus Milliarden winziger Transistoren, die Berechnungen durchführen. Auf einem einzelnen Mikrochip können bis zu 12 Milliarden Transistoren integriert sein. 7 Nanometer und 10 Nanometer sind Maßeinheiten für diese Transistoren. 1 Nanometer sind 0,000001 Millimeter. Der Fortschritt bedeutet also vereinfacht, je kleiner die Transistoren, umso mehr passen auf einen einzelnen Chip und umso geringer der Stromverbrauch. Das spielt insbesondere bei mobilen Geräten eine herausragende Rolle
Und nicht nur für Handys oder Laptops, sondern auch für alle mobilen Waffentechniken. Obwohl diese Beobachtung schon 1965 von Gordon E. Moore, ein Mitbegründer von Intel, formuliert wurde und als mooresches Gesetz in die Geschichte der Microchips eingegangen ist, galt es bis lange in die 2000er Jahre hinein. Seit 2014 jedoch wurde keine Verkleinerung mehr der Transistoren bei Intel in der Produktion erreicht. Laut letztem Stand der Informationen arbeitet Intel immer noch mit 10 Nanometer Transistoren, während TSMC mit 7 Nanometer Transistoren fertigt und die neuen CPUs von AMD und den A12X-Chip von Apple produziert. Marktführer ist Samsung Electronics mit 3 Nanometer Transistoren. TSMC will noch dieses Jahr aufschließen und 5 Nanometer Transistoren produzieren. Von SMIC wusste man bisher, dass sie noch 14 Nanometer Transistoren fertigen. SMIC produziert schon seit einem Jahr 7 Nanometer Transistoren. Nun hat die South China Morning Post am 28. Juli berichtet, dass dem chinesischen Chipriesen SMIC ebenfalls der Durchbruch in der 7 Nanometer Fertigung gelungen sei. Die Chip-Story liest sich wie ein Spionageroman im Wirtschaftskrieg USA gegen China. Tech Insights, eine kanadische Tech-Analysefirma, konnte einem aus einem Bitcoin-Rechenzentrum ausgebauten SMIC-Chip untersuchen, der im Juli 2021 produziert wurde. Durch Reverse Engineering kam man zu dem Ergebnis, dass Chinas Chip-Gigant der Durchbruch in der 7-Nanometer-Technologie gelungen sei. Beim Reverse Engineering werden die einzelnen Konstruktionselemente des Chips extrahiert. Aus dem fertigen Objekt wird somit wieder ein Plan erstellt. Damit wäre SMIC technisch weiter als die Konkurrenz in den USA und Europa. Gegenüber TSMC und Samsung Electronics würde der chinesische Chip-Gigant allerdings noch technisch ein bis zwei Generationen zurückliegen. Produktion von 7-Nanometer-Chips mit herkömmlichen Lithografiesystemen am Limit. Um die technisch hochwertigen Mikrochips zu produzieren, benötigt man komplexe Lithografiesysteme, die fast ausschließlich von der niederländischen Firma AMSL Holdings hergestellt werden. Die meisten Chipfabriken produzieren noch mit sogenannten Deep Ultraviolet Lithografiesystemen, sogenannte DUVs, wie auch SMIC. Laut Experten arbeiten diese Systeme aber bei 7 Nanometer am Limit ihrer Leistungsfähigkeit, sodass die Qualität der produzierten Transistoren leiden könnte. Die neuesten sogenannten Extreme Ultraviolet Lithografiesysteme, sogenannte EUVs, die für die 7 Nanometer Produktion und darunter entwickelt worden sind, werden aber von AMSL Holdings nicht an SMIC geliefert. Die USA konnten das bisher verhindern. AMSL Holdings war übrigens die größte Short-Position in der zuletzt von Bridgewater aufgebauten gigantischen Short-Wette gegen europäische Unternehmen. Wie hat es SMIC trotz Wirtschaftskrieg und Sanktionen geschafft? Die USA versuchen seit Jahren, die chinesische Chipindustrie mit Sanktionen zu schwächen und am technologischen Fortschritt zu hindern. SMIC war es in der Vergangenheit gelungen, einen hohen Manager und Experten für die Chipproduktion von TSMC abzuwerben. Es handelt sich hierbei um den jetzigen Co-CEO von SMIC, Lian Mong-Song. Mit einem Team aus 2000 Ingenieuren ist es ihm offensichtlich gelungen, mit veralteten DUV-Systemen 7 Nanometer Transistoren herzustellen. Der chinesische Chip-Gigant schweigt bisher in traditionell fernöstlicher Art und gibt kein öffentliches Statement zu diesem Thema ab. So viel zum Wirtschaftskrieg, der sich wie ein Spionageroman liest. Wie reagiert der Philadelphia Semiconductor Index, der sogenannte SOX, auf die Meldung? Die Entscheidung für das Gesetz war am Aktienmarkt bereits erhofft worden. Schließlich waren die Chipwerte in den letzten Wochen auffällig gut gelaufen. Der Philadelphia Semiconductor Index, SOX, setzt sich aus 30 großen US-Firmen der Halbleiterindustrie zusammen, die an der Nasdaq gelistet sind. Hier ein Chart des SOX seit Jahresanfang. Aktuell verliert der SOX auf Jahressicht knapp 27%, aber es sah schon viel schlechter aus. Seit seinem Tief Ende Juni konnte der Index 20% zulegen. Der Monat Juli war für den SOX der beste seit langem. Der Chip and Science Act beflügelt aktuell die Fantasien der Investoren und könnte die Kurse noch weiter befeuern. Die USA haben damit einen wichtigen Schachzug im weltweiten Wirtschaftskrieg nachgeholt, der sich in den nächsten Jahren auszahlen könnte. Dass sie einen weltweiten Wirtschaftskrieg entfesselt haben, ist bisher nur den Europäern nicht klar. China hat allerdings schon mit sehr scharfer Zunge gesprochen. Präsident Xi Jinping hatte in dem persönlichen Gespräch mit Präsident Joe Biden zur Taiwan-Frage sogar vor einem Spiel mit dem Feuer gewarnt. Nun will Nancy Pelosi Taiwan einen Besuch abstatten.
Wie wird China darauf reagieren? Finanzmarktwelt.de, Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Schnellere News, schnellere Analysen, schneller auf den Punkt. Finanzmarktwelt.de